Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play FIFA 16 auf der PlayStation 4. Und ihr seht da unten rechts schon hier, schaut mal, Top Transfers. Kann ich das eher mal aufrufen, geht das? Nein, geht nicht. Wir haben noch, Ramos verkauft und Aubameyang für 45 Millionen verkauft und ein dickes Hummels-Angebot steht noch im Raum, irgendwie, weiß ich nicht, mit 80 Millionen oder so. Mkhitaryan, da war Monaco, glaube ich, dran, aber die wollten nicht so wie ich wollte. Miki wollte ich nur abgeben für einen richtig guten Preis. Keine Ahnung, wir haben auch nachgelegt, glaube ich. Da müssen wir gucken, ob das so hinhaut. Das sehen wir hier nach dem Spiel. Das ist also, James Theo Walcott habe ich eigentlich. Ein Angebot am Start, was auch schon angenommen wurde, aber ein Angebot an den Spieler dann noch. Und für Varane haben wir ein Angebot rausgehauen, für den Fall, dass Hummels für diese unmenschlich hohe Summe wechseln würde. Und da geht noch was. Also eine ganz wilde Transferphase. Für Gündogan gab es Angebote, aber das war mir definitiv nicht genug. Ups, da. Ja, toll. Ups, da. Ja, toll, versaut hier den Scheiß. Mach hinne! Nein, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Oh, was für eine traumhafte Choreografie hier im Westfalenstadion zu Dortmund. Der BVB empfängt am ersten Spieltag hier. Ich habe übrigens Durm auch noch reingepackt statt Schwelle. Den Torwart, der mir empfohlen wurde, habe ich auch geholt. Also wir haben jetzt, die sind sogar auf der Satzbahn, glaube ich. Aber erstmal wollen wir hier gegen die Borussia, gegen die andere Borussia. Josip Drimmitsch im Sturm, Raphael dahinter, Fabian Johnson, Patrick Herrmann, Schaka und Stindl und so weiter und so weiter. Gegen die wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier die ersten Punkte der Saison einfahren können. Der BVB natürlich in Schwarz-Gelb. Über Juri Tielemans, der auf seinen belgischen Mannschaftskameraden, und das ist auch schon direkt die erste Chance für den BVB hier in dieser neuen, noch so jungen Saison, um hier in Führung zu gehen. Ah, Mkhitaryan mit einem frühen Pressing. Genau so will man den BVB sehen. Ah, schade. Fast der Ball gewinnen. Aber jetzt haben wir Juri Tielemann. Der Mann soll ja wirklich hier für Ordnung im Mittelfeld sorgen. Shinji Kagawa mit einem Versuch an seinem Gegner vorbeizugehen. Aber das scheitert er kläglich. Ja, Flügelwechsel der Borussia. Verlagern das Spiel jetzt auf die andere Seite. Und der BVB versucht hier die Räume wieder direkt eng zuzustellen. Und das scheint zu klappen. Ja, Gündogan ist jetzt hier weit nach außen gerutscht, um hier das Pressing mit anzunehmen. Ja, Neuaufbau der Borussia. Die spielen jetzt gerade sehr geduldig hier. Aber nicht geduldig genug. Der BVB wieder mit Ballgewinn. Juri Tielemann. Tielemann. Wow, kein Foulpfiff. Geht mir nochmal vor, komm. Schade. Ah, Schuss aus der... eine Bewegung, Ballannahme, Schuss, eine fließende Bewegung, keine schlechte Möglichkeit, aber jetzt noch nicht so die Torgefahr, wie es hier benötigt hätte, um mit 1-0 in Führung zu gehen. Piszczek setzt sich gut durch. Oh, das spielen sie gut, das spielen sie gut. Und Lukaku in der Mitte. Ganz frei zum Kopf von Romelu Lukaku. Da darf auch mal mehr draus entstehen. Und dann wäre das 1-0. Und wieder der BVB. Stark, wie sie hier spielen. Ah, das ist zu lang. Der Pass ist zu steil, zu scharf für Romelu Lukaku. BVB baut neu auf. Über Tielemans, natürlich. Ah!
Oh oh. Gut, dass ich die nicht wirklich erwischt habe. Ah, das klappt hier gut. Das Pressing funktioniert. Ah, kriegt Lukaku den Ball nicht unter Kontrolle. Gündogan mal mit einem Schussversuch. Der müsste abgeblockt gewesen sein und demnach, ja, sieht auch gut aus. Demnach gibt es hier die erste Ecke in diesem Spiel. Ah, die ist schlecht. Die ist richtig, richtig schlecht. Und wenn die Borussia aus Gladbach das jetzt hier anständig nutzen könnte, aber tun sie nicht. Hummels. Ah, schön. Außenwurst. Und jetzt geht es viel zu schnell für die Gladbacher. Und da ist das 1-0. Da war sehr viel Kombinationsspiel drin. Zack, zack, Doppelpass. Kagawa müsste das, glaube ich, gewinnen, wenn er den Ball direkt weitergeführt hat. Und Romelu Lukaku zeigt, dass er abschlussstark ist. Ich bin gespannt, wie er sich diese Saison entwickeln wird, wie es laufen wird hier. Für den Belgier, für den jungen Belgier, wird das endlich sein großer Durchbruch. In England mehr ausgeliehen als alles andere. Ja, jetzt mittlerweile, klar, ist er dann fest gewechselt. Aber man merkt schon irgendwie, dass ihn das alles so ein bisschen nach hinten geworfen hat. Also in der Entwicklung durchaus, ja, nicht ganz so angenehm für ihn gewesen. Aber gut, jetzt hat er hier beim BVB, ich denke, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Hat er jetzt wirklich die Chance, etwas zu bewirken? Kagawa, Mkhitaryan. Hey, BVB. Ja, schön gestört von Shinji Kagawa. Ball nach außen. Ah, da steht er jetzt natürlich dem zweikampfstarken Sokratis entgegen. Und da ist der Ballverlust. Den wollte der BVB. Oh, das darf man mal eine Karte geben. Herr Schiedsrichter. Ah, er lässt es laufen. Okay. Unterbindet den Angriff. Piszczek. Gündogan aus der zweiten Reihe. Aber Gündogan ist ja jetzt nicht als Schusswunder bekannt, sage ich mal. Kann man natürlich versuchen. Aber da gibt es natürlich diverse andere Spieler, die ich da bevorzugt den Abschluss suchen hätte, sehen, hab, tun, machen. Oh oh. Oh oh. Reus. Ah! Echt jetzt? Da bin ich langsamer als hier dieser komische Kasper. Also wenn nun Reus was kann, dann ist es ja Pace haben. Ist ja durchaus ein flinkes Gärtchen. Wundert mich ein bisschen hier. Jo. Kommt nochmal zum Abschluss. Oh, kein Foul! Hi! Also da war ja definitiv kein Kontakt mit dem Ball da gerade. Der Gladbacher, der da reingegangen ist. Wundert mich. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Weiterspielen. Und jetzt auf einmal die Borussia aus Gladbach mit einer Chance hier Fahrt aufzunehmen. Aber auch das ist vertan. Lukaku, Zweikampf Reus und keine Ahnung, wer das war. Hermann? Stindl. Nein, Stindl ist nicht mehr dabei. Boah, das wird wohl nachträglich Geld geben. Gürki hat den Ball.
Oh, in letzter Sekunde. Da geht da fair mit der Grätsche in letzter Sekunde dazwischen. Ich glaube, jetzt gibt es die gelbe Karte. So ist es für Sokratis Papadopoulos. Ecke von Reus. Goalie. Ist das Sommer oder wie heißt der hier? Schleicht da ordentlich drunter weg. BVB jetzt gerade nicht mit Pressing. Lassen die Gladbacher hier kommen. Das ist ja das neue Konzept. Beim neuen BVB einfach mal auch den Gegner machen lassen. Reus. Abgeblockt. Nächste Ecke. Nächste Ecke für den BVB. Reus bringt die Ecke rein. Mkhitaryan. Mit der Möglichkeit, aber das war auch nichts. Wir nähern uns der Halbzeit. Nachspielzeit hier schon hingelaufen. Keine Ahnung, was die Gladbacher hier gerade vorhaben. Aber es geht nicht gut aus. Ja, da ist das 2:0. Das sah so ein bisschen aus, als wollten die Gladbacher, als hätten die gesagt, ja komm, okay, dann gehen wir halt mit einem 1:0 in die Halbzeit und greifen den zweiten nochmal an. Und dann ist der Ball weg. Und dann geht es schnell. Lukaku mit Übersicht. Das ist ein schönes Päschen. Und Gündogan macht ihn flach. Rechts und unten rein. 2:0 für den BVB und jetzt wird natürlich die Geschichte in der zweiten Halbzeit ungleich schwieriger für die Borussia vom Niederrhein, hier nochmal irgendwie ins Spiel zu kommen. Ich bin gespannt. Drimmitsch mit 2 Schüsse und kein Tor. Und der BVB ist wieder da. Schallt es von den Rängen. Das ist die Sky-Musik, oder bin ich doof? Interessant. Oder ist das die... Oh ja gut, das kann natürlich... Ich höre die immer bei Sky. Das kann natürlich eine offizielle Bundesliga-Musik sein. Das wahrlich möchte ich nicht abschreiben. Alles gut, alles gut. Ihr habt versteht. Beim BVB. Hingelaufen, abseits. Kein 5, oder? Doch, jetzt nachträglich. Ja, ich wollte schon sagen. Thielemanns an seinem Gegner vorbei. Thielemanns zieht nach innen. Juri Thielemanns, das ist eine interessante Schussposition für den jungen belgischen Mittelfeld Spieler. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wer da ja gut Reus. Mit Reus kann er natürlich aus der Distanz definitiv abrotzen. Also da ist ja absolutes Potenzial. Agaba. Da unten müsste einer sein. Ja, der läuft aber nicht. Reus. Ja, ist leider stehen geblieben. Sehr bedauerlich. Schalalala. Hey, BVB. Aha. Hermann, der ist schnell. Hermann ist schnell. Der kleine Zupfer. Und das Tor. Ja, da hat man die Qualität der Borussia aus Gladbach gesehen. Raphael, der Torschütze. Das war hier am Flügel viel zu schnell. Hummels kommt da nicht nach. Dann greift er zwar kurz zur Schulter, aber da machst du nichts. Und Sokratis auch leider ein bisschen zu weit weg vom Gegenspieler.
Und jetzt steht es 2:1. Und die Frage, kann die Borussia aus Gladbach nochmal in der zweiten Halbzeit wiederkommen, ist damit auch beantwortet, oder? Ein weiterer Fehlpass. Aber auch die Gladbacher sind so nett und geben den Ball direkt wieder her. Durm. Das ist stark. Was macht Lukaku raus? Gar nichts, weil er den Ball nicht mitnimmt. Ärgerlich. Ziemlich angenehmer Ball da in die Spitze. Es ist gefährlich, was die Gladbacher wieder treiben. So entstand auch, so entstand nämlich auch das 2:1. Ne? Wir erinnern uns kurz vor der Pause. Das ist aus, ja. Tielemans. Piszczek. Sieht Mkhitaryan. Was war das denn? Da habe ich niemals hingefangen. Aber gut. War ja durchaus interessant. Ah. Nicht wieder beim Flügel kommen lassen. Ne? Genug Leute hinterm Ball bekommen. Sehr wichtig. Unser, jawohl. Oh, der war hier unten auf Durm gespielt. Und da bietet sich dann für die Gladbacher tatsächlich hier die nächste Chance. Drimmitsch müsste das gewesen sein. Lemans. Piszczek. Ja, da ist einer dazwischen. Oh, das ist nicht gut geklärt. Bürki. Bürki rettet in der Not. Und die Gladbacher hier sind druckvoller. Interessantes Spiel. Tielemans mit dem Ballgewinn. Tielemans. Ah. Fehlt ihm ein bisschen die Kraft, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, sehr schön, soll er umgeholzt. Mkhitaryan, der hat noch Kraft. Der hat noch Kraft. Und spielt dann einen richtig schlechten Ball zu Juri Tielemans. Und der Junge kann dann nicht wirklich was mit anfangen. Jo. Der geht hinter das Tor und der BVB wird wechseln. Ich weiß noch nicht, was wir machen werden. Aber ich würde sagen, Lukaku nicht. Ich würde sagen, wir bringen mal ein wenig Tempo rein. Oder Lukaku doch. Embolo ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Den könnte man sogar bringen. Und statt Tielemans machen wir Nuri. Weil Tielemans hat gelb. Nein, Sokrates hat gelb. Ach, scheiß drauf. Passt schon. Schein auch ein Spieler jetzt auf dem Feld, der durchaus routinierter ist. Da ist der neue Mann, da ist Embolo. Embolo auf Shinji Kagawa. Embolo, nicht schlecht. Gutes Zusammenspiel, endlich mal wieder ein bisschen Kombinationsspiel hier von der schwarz-gelben Borussia. Ja, das ist gefährlich. Das ist immer noch gefährlich. Mkhitaryan. Oh, der geht lang, weit und schlecht.
der wird abgefangen. Ja, der wird abgefangen. Aber der auch. So. Wieder Henrik Mkhitaryan. Adnan Januschai. Januschai. Oh! Das war hübsch gespielt. Jetzt muss die Dortmund aufpassen, dass sie hier nicht wieder einen Gegenangriff hier bekommen. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt muss Gladbach aufpassen. Ja! Wenn der durchtickt, eieieiei. Idee war gut. Ausführung leider nicht, aber jetzt ist Kagawa durch. Shinji Kagawa! 3:1 für den BVB. Und die gelbe Wand, sie tobt, sie ist erleichtert. Die macht das ganz lässig. Schiebt da links vorbei. Ja, nichts zu halten. Stark gemacht. Und damit sollten die ersten drei Punkte hier, auch wenn es am Ende wirklich hart verdiente Punkte waren, wir nochmal wirklich alles geben mussten. Aber sie sollten jetzt eigentlich im Sack sein. Oder? Ohoho! Stindl, sehr gut. Stindl ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, hier ein Goalgetter zu sein. Aber trotzdem, das war ja nochmal eine interessante Chance. So. Januschai auf Gündogan. Gündogan. Oh. Naja, also wenn Januschai so viel Power hat, da den Stindl mit einer Bewegung aus dem Gleichgewicht zu bringen, dann habe ich im Training alles richtig gemacht, glaube ich. Oh ja, aber aus der Drehung ist schwer, ja, ja. Und das war's, Freunde. Das war das erste Ligaspiel der Borussia gegen die andere Borussia. 3:1. Ich denke, damit können wir sehr gut leben. Gladbach hatte durchaus noch Chancen, zum Ausgleich, zum 2:2 zu kommen. Hier was? Ach, das war mein billiges Roulette hier, ne? Ja, ja. Du bist interessant. Aber ich denke, in der Summe gesehen, geht das okay. Die Passgenauigkeit beim anderen Verein ist mir immer ein bisschen zu hoch. 90% ist mir schon in den Vorbereitungsspielen da bei diesem Turnier aufgefallen. Das ist mir echt ein bisschen zu hoch. Ein bisschen viel zu hoch. So, was haben wir denn hier in Transferangebot? Wir haben in der neben Subotic wird es für 30 Millionen nach Newcastle gehen. C. Walcott akzeptiert unser Angebot und wechselt damit mit sofortiger Wirkung zum BVB. Da hat also Mkhitaryan jetzt auch mal ein bisschen Dampf, sage ich mal. So, Anfrage zu Rugani sind 20 Millionen. Den können wir natürlich durchaus mal holen. Würde jetzt aber gerne nur erstmal 16 Millionen zahlen oder bieten. Für den 21-jährigen italienischen Innenverteidiger, der momentan noch bei Juventus Turin unter Vertrag ist. Varane ist akzeptiert. Ja, dann wird es natürlich jetzt ein bisschen teurer, ist klar. Aber ich denke, mit Rafael Varane haben wir einen durchaus netten Spieler hier an der Angel.
So, ihr seht, das Geld flötet mir nur so davon. Aber alles gut. Warane. Was haben wir hier? Nein, Hummels wechselt nicht. Gut. Mats Hummels. Andrade habe ich doch schon akzeptiert, ne? Spieler. Was? Tja, Varane ist schon bei mir, liebe Bayern. Es tut mir auch leid, aber Rafael Varane, der ist doch schon hier längst zu mir gewechselt. I'm sorry. Ist Neven nicht schon weg? James Theo Walcott, Freunde. James Theo Walcott ist jetzt auch bei uns. Oh, nee, hier, warte mal, hier. Pastak soll hier oben hin. Und Dux für Stankovic. So. Dragowski, ach ja, den habe ich ja geholt, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Varane, Ginter. Ich denke, hier reicht einer. Da würde ich nämlich lieber noch Walcott jetzt gerade mal da reinmachen. So und so. Ja, das sieht doch hübsch aus, ne? Ist natürlich alles ein bisschen übertrieben jetzt, ich weiß, aber wenn wir schon diese Finanzspritze zugeschustert bekommen haben, dann können wir sie auch nutzen. So sehe ich das. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie noch, ja, für den Italiener habe ich noch das Angebot offen oder sonst. Inakzeptabel. Spieler verkauft. Neven. Neven! Mach's gut, mein Freund Neven. Neven Subotic. Vielleicht auch weniger. Jetzt erhöhen sie auf 18, das ist mehr Verbleibendes. 18 Millionen für diesen jungen Innenverteidiger sollte auch noch drin sein. Jetzt, wo Subotic wieder ein bisschen Geld in die Kasse spielt. Wir können jetzt auch wieder Training machen. Letzte Übung und alle simulieren. Ich nehme jetzt immer momentan die gleichen, damit wir mal ein bisschen nach vorne kommen. Ja, Janusai, der Janusai, du. Der trainiert wie kein Zweiter. Wie kein Zweiter. Junge, Junge, Junge. So, Newcastle gewinnt Rennen um Subotic. Jojo. Das passt schon, ne? Aktuelles aus Deutschland ist uns egal. Ist uns egal. So. Was nicht egal ist, ist das nächste Spiel. Denn das geht gegen Ingolstadt. Und da seid ihr natürlich wieder dabei, wenn es heißt Borussia Dortmund gegen Ingolstadt hier auf eurem Lieblings-YouTube-Kanal oder auch nicht. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmt und diesen abonniert. Solltet ihr noch keinen YouTube-Account haben, was ja auch durchaus möglich ist, macht euch einen und abonniert meinen Kanal. Mich würde es sehr freuen. Sieht immer besser aus und ich fühle mich gut, dass der Kanal wächst und es motiviert mich und euch auch. Und nee, hä, euch motiviert es nicht? Nein, doch, ja, weiß ich nicht. Aber es motiviert mich dann halt mehr Videos zu machen und überhaupt noch weiterzumachen. Ihr kennt das. Alaba wechselt nach Turin, krasse Nummer. Den hätte ich auch noch genommen, aber nicht für 50 Millionen. So, macht's gut, Freunde. In dem Sinne, wir hören und sehen uns. Ciao.